Servus Löwenfans, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 60er.de Talk. Wir sind in der Nummer 45 und ich begrüße heute neben dem Bernd unsere Taktiktafel. Servus Bernd, schön, dass du dabei bist. Hallo Jan, Servus Lukas. Genau, haben wir heute wieder einen externen Gast in unserer Dreierrunde und das ist der Lukas aus Meppen. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Ja, moin Jan, moin Bernd. Ich freue mich auch dabei sein zu dürfen. Genau, zur Erklärung, der Lukas betreibt auch einen Podcast, das ist der 1912 SV Meppen Fan Podcast und deswegen haben wir den Kontakt gesucht und gefunden. Und wir quatschen heute ein bisschen über die letzten Spieltage, über den Podcast und dann natürlich das anstehende Duell vom SV Meppen gegen unsere Löwen. Also zunächst einmal Bernd, 60 München, 2-2 gegen die Eintracht aus Braunschweig. Du hast ja heute schon die Taktiktafel, das Spiel nochmal analysiert. Hast dir nochmal zu Gemüte geführt und bist eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass du jetzt im Endeffekt doch den Tag danach ganz zufrieden bist mit dem Ergebnis. Ist das heute Abend immer noch so? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben gegen einen Aufstiegsaspiranten zu Hause ja unentschieden geholt. Wir hätten sicherlich gewinnen können. Das hätte allerdings der Gegner auch. Von daher alles gut. Mit dem Ergebnis kann man leben. Und was da jetzt so in den nächsten Wochen auf uns zukommt, ist, denke ich mal, um einiges leichter. Du warst ja auch im Stadion vertreten. Es war quasi die Rückkehr der Fans mit aktuell 3.750 Zuschauern, also noch 25%. Wie war denn die Stimmung vor Ort? War da viel geboten oder war es eher entsprechend ruhig, weil eben auch nur ein Viertel Besetzung quasi da war? Ja, also grundsätzlich hätte die Stimmung schon ein bisschen besser sein können, weil die Leute, die da waren, in der Stehhalle speziell, wären schon in der Lage gewesen, da ein bisschen ein größeres Feuerwerk stimmungstechnisch abzubrennen. Irgendwie hat sich so ein leichtes Phlegma bereit gemacht gehabt. Also gab mehrere Leute, die durchaus hin und wieder versucht haben, da irgendwelche Fangesänge oder Anfeuerungsrufe zu starten, aber es war halt nicht der Roar aus der Stehhalle, den wir da gewohnt sind. Ja, unser Gast Lukas, der hat das Problem nicht. Also in Niedersachsen sind aktuell immer noch 500 Zuschauer erlaubt. Das, ich glaube, ist auch eine Sammelklage tatsächlich gibt der niedersächsischen Drittligisten. Zunächst Ja, einmal müssen genau. wir leider für dich, ich habe dir das schon angekündigt, über das Ergebnis von euch sprechen. Das war nämlich ein 13-0 gegen den TSV Havelse. Wahrscheinlich nicht so ganz zufriedenstellend. Wie ist denn die Frustlage in Meppen? Ja, also erstmal Auswärtsspiele hoch verlieren, das ist ja mit einer Tradition diese Saison, das machen wir immer gerne. Jetzt ist es anscheinend auch egal, ob es ein guter oder ein schlechter Gegner ist, in Anführungsstrichen. Also der TSV Havelse hat sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, von daher will man das gar nicht so schlecht reden aus Havel, also gegenüber dem Gegner, sondern wir waren einfach unfassbar scheiße, um das mal so zu sagen. Ja, das Ergebnis in der Höhe auch verdient auf jeden Fall. Und so wie wir gespielt haben, holen wir diese Saison nicht mehr einen Punkt. Das war echt erschreckend, was wir da abgeliefert haben. Wir haben ja schon in Braunschweig, wo ihr jetzt 2-2 respektabel das Ergebnis geholt habt, haben wir ja 5-0 verloren. Ist ja eins der drei hohen Niederlagen. Jetzt nehmen wir Havelse einfach mit rein, dann sind es vier Auswärtsniederlagen, die wir jetzt geholt haben. Aber wie wir da aufgetreten sind, das ist erschreckend, traurig und macht eigentlich jeden Fan fassungslos, weil nicht nur, dass der Gegner einfach nur besser war, das ist ja, kommt ja dann auch mal vor, aber nein, wir haben uns auch nicht, wir haben uns dem Kampf einfach ergeben irgendwann. Also spätestens nach 2-0 hatte gar keiner mehr Bock und ja, dann war das echt erschreckend, wie es dann vonstatten geht. Ja, eure Bilanz jetzt nach der Winterpause ist ein bisschen durchwachsen, sage ich mal. Ihr habt jetzt 5 Spiele, einen Sieg, einen Unentschieden und eben 3 Niederlagen jetzt mit dem Punktverlust gegen Havelse. Euer Trainer Rico Schmidt ist seit April 2021 in Meppen jetzt schon im Amt, also noch ja, eine recht lange Zeit, sage ich mal. Und ihr habt ja auch schon 40 Punkte auf dem Konto. Also eigentlich ist das echt eine ganz gute Saison. Trotzdem habe ich jetzt im Kommentar vorhin noch gesehen in der Vorbereitung, dass jetzt schon so ein bisschen die Trainerdiskussion anfängt oder zumindest vereinzelt, sagen wir mal so. Wie ist denn das im Umfeld vom SVM?
Ist das jetzt wirklich eine Randerscheinung oder mehrt sich das jetzt so langsam bei solchen Ergebnissen? Ach, nee, ich glaube nicht. Wir sind ja theoretisch auch mit Rico Schmidt abgestiegen, wenn man das mal so sieht. Genau, April, da ging die Saison ja noch ein paar Spiele, aber die Hypothek war einfach zu groß. Die Kritik, die sich Rico Schmidt gefallen lassen muss, dass er halt immer gerne experimentiert, gerade auch in der Defensive. Jetzt ist unser Stammabwehrchef sozusagen, Stan Puttkamer, ausgefallen. Und dann wird halt ein Linksverteidiger auf die Rechtsverteidigerposition gestellt, ein Innenverteidiger spielt links. Jetzt haben wir nur mit einem Sechser gespielt. Alles so ein bisschen, wo man sich ein bisschen am Kopf kratzt und sagt, warum das alles? Also klar, wenn der Chef fehlt, dann muss man ein bisschen experimentieren. Allerdings hätte man auch ohne Not positionsgetreu aufstellen können. Man hätte auch wieder zwei Sechser aufbieten können. Stellt sich die Frage, hat man jetzt gedacht, es ist nur Havelse in Anführungsstrichen, da können wir ruhig mal probieren. Naja, wir haben jetzt auch öfter mal hin und her probiert zwischen Dreier-, Fünfer- und Viererkette. Alles mit so mäßigem Erfolg. Zumindest waren die Spiele dann immer sehr schwach. Ob es jetzt immer an der Umstellung lag, weiß man natürlich nicht. Kann auch sein, dass der Gegner dann einfach stärker war. Ob wir dann mit Dreier- oder Viererkette gespielt hätten, wäre dann auch egal. Aber ja, das ist halt so ein bisschen die Kritik aus Fankreisen, die dann so ein bisschen laut wird. Trainerdiskussion gibt es in Meppen nicht. Wir sind da, wo wir stehen, Gott froh, dass wir 40 Punkte haben im Moment. Also der Klassenerhalt ist eigentlich sicher, so gut wie sicher. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, was sich in der Mannschaft vielleicht breit macht, dass man sich zu sehr auf dem, was man jetzt schon erreicht hat, ja ausruht. Deswegen, also Havelse war wirklich ein erschreckendes Spiel, wo dann wirklich sich jeder aufgegeben hat. Und wir kriegen ja dann auch Klatschen, wenn wir dann mal zurückliegen, dann aber auch volle Pulle. Dann ist es 5-0, 4-0, 3-0. Ist nicht so dass man da wieder rankommt oder so, aber nee, da ist dann halt immer schnell der Ofen aus und das ist schon erschreckend. Aber Trainerdiskussionen, nö, gibt es nicht. Also man ist sehr zufrieden mit Rico Schmidt, auch mit der Arbeit und mit der ganzen Saison, wie gesagt. Also da ist alles noch in Ordnung. Ja, bevor wir jetzt zum Duell unserer beiden Vereine kommen, würde ich ganz gerne zwei Aspekte ansprechen, die jetzt bei euch doch recht besonders sind. Und zwar, eigentlich habt ihr 40 Punkte mehr auf dem Konto, als ihr eigentlich überhaupt haben dürftet, weil ihr wart tatsächlich ja abgestiegen. Also mit der Spielvereinigung Unterhaching, mit dem VfB Lübeck, mit einem anderen Verein aus München, den ich jetzt hier nicht anspreche. Und ja, da war es eben noch der SV Meppen, den es getroffen hat eigentlich durch den Zwangsabstieg vom KfC Uerdingen. Seid ihr denn noch in der dritten Liga geblieben? Und wir kennen uns ja bei 60 super gut aus mit Zwangsabstiegen. Das war zum einen mal 1981-82. Da ging es dann direkt in die Bayernliga mit sehr, sehr schweren Jahren für uns folgend. Und was wahrscheinlich noch präsenter ist bei vielen 16-17, wo wir dann in die vierte Liga abgestiegen sind, dann eben nach ein Jahr direkt wieder in die dritte Liga aufgestiegen sind, zum Glück. Und damals war es so, dass eben der SC Paderborn in der dritten Liga geblieben ist. Also die wären eigentlich auch abgestiegen. Was die Kollegen dann gemacht haben, die sind dann einfach mal direkt in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und um es noch zu toppen, sind die dann direkt in die erste Liga aufgestiegen. Also das wäre quasi jetzt euer Weg, den ihr jetzt eigentlich einschlagen müsstet, wenn ihr quasi den gleichen Weg nehmen Ja. wollt. Also das ist schon eine recht lustige Parallele. Ich denke jetzt nicht, dass es das bei euch zum Aufstieg noch reicht, aber wie genau ist das jetzt zu erklären, dass ihr tatsächlich so gut dasteht? Ich meine, ihr seid jetzt im soliden siebten Platz aktuell und habt wirklich, wie du sagst, keine Abstiegssorgen. Woran liegt das genau? Ja, witzig, was du angesprochen hast. Das ist ja immer so ein Vierjahresrhythmus, dass dann ein Verein Insolvenz anmeldet und dann, dass der davon profitierende Verein, der in der Liga bleibt, dann auch aufsteigt. Das war ja bei Darmstadt auch so. Das ist echt, echt verrückt. Also von daher liegen wir den Erwartungen der Geschichte so ein bisschen zurück. Nee, aber bei uns ist klar, der Klassenerhalt war das einzige und Hauptthema und ist es immer noch. Ich meine, auch das, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt und surreal das auch ist, nach so einem schwachen Spiel, wo man wie ein Absteiger präsentiert hat, steht man immer noch einen Punkt hinter Platz 3. Das ist echt, echt verrückt. Aber ja, dass wir so gut stehen, eine Sache ist, wir haben relativ gute Transfers in der Sommerpause dann gemacht, haben richtig mit David Blacher und Ole Kolper unser Zentrum verstärkt. Ist vielleicht auch ein Punkt, der gerade auch ein bisschen uns jetzt wieder zurückwirft, dass wir auch viele Verletzte haben. Angesprochen, Ole Kolper ist verletzt, wie die Jeff sein. Eigentlich ja dann Ersatzmann auf der Sechs ist dann jetzt auch verletzt. Immer wieder kleinere Verletzungen in der Defensive. Das sind dann so Sachen vielleicht, die da auch für sprechen, dass die Hinrunde so super lief und die Rückrunde jetzt so schwach ist. Aber ja, sonst, das Team hat sich dann auch so zusammengerafft jetzt so ein bisschen mit dem neuen Trainer dann auch. Rico Schmidt wird da auch seinen Anteil dazu beigetragen haben, dass da jetzt was zusammengewachsen ist. Gerade auch in der Hinrunde. Und dann hatten wir halt einen guten Lauf mit 5 Siegen in Folge, der dann dafür gesorgt hat, dass es dann
ja, wie gesagt, so gut lief und auch, dass man dann oben angeklopft hat. Das ist so eine Unbeschwertheit, die wir dann entwickelt haben, ja, einfach, ja, genau, sich entwickelt hat. Und jetzt in der Rückrunde ist es halt eher so eine Negativspirale. Das kennen wir halt auch aus der letzten Saison, dass wenn es dann auch mal nicht läuft, dass man dann da nicht wieder rauskommt. Tja, aber so ganz hundertprozentig erklärt ist nicht. Aber ich finde halt, wir haben uns gut verstärkt, haben halt das Team zusammengehalten. Ich meine, ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn man abgestiegen ist, dass dann halt noch viele Vertrag haben, aber es hat einfach funktioniert. Und wir haben dann auch effektiven Fußball gespielt. Ich will jetzt nicht sagen attraktiv, sondern eher effektiv. Wir haben halt viele 1-0-Siege geholt, hatten auch so ein bisschen Matchglück, haben uns das so ein bisschen erzwungen, was dann auch in der letzten Saison halt nicht so war. Und das war auf unserer Seite und dann hat man Sieg um Sieg geholt und war dann irgendwann ganz oben, ohne es irgendwie zu merken. Wir waren ja auch irgendwann mal Dritter mit einem negativen Torverhältnis. Das spricht ja auch Bände, dass man dann immer viele 1-0-Siege holt, aber dann auch mal Klatschen kriegt. Aber ja, das war so ein bisschen, das ist eine verrückte Saison einfach. Also so ganz erklärbar ist es nicht. So ein bisschen sind wir jetzt auf dem Boden der Tatsachen wieder gelandet, erklärt aber jetzt nicht, warum Havelse so gelaufen ist. Also das ist immer noch so ein schlimmes Spiel. Ich merke schon, das hängt noch ein bisschen nach. Absolut. Das zweite Kuriosum, was ich noch ansprechen wollte, ist tatsächlich Luka Tankulic. Der war ja quasi mit dem Abstieg, war der ja schon weg. Der war bei der Türkgücü, hat er schon unterschrieben gehabt. Und dann kam eben dann doch noch der Zwangsabstieg von Uerdingen, wodurch ihr in der Liga geblieben seid, wodurch dann der Vertrag wieder plötzlich gültig war mit dem Tankulic und der dann doch geblieben ist. Ja. Es ist Kapitän bei euch. Er hat bisher 12 Tore und 4 weitere Treffer aufgelegt. Das heißt, er ist nicht nur Top-Torjäger, sondern auch Top-Scorer bei euch und denkt der entscheidende Faktor wohl bei euch im Spiel. Ja. Gibt es da jetzt noch andere Kandidaten, auf die man jetzt wirklich ein Augenmerk legen sollte? Oder ist dann einfach beim Rest der Kollektiv quasi das Wichtige, was da funktioniert? Ja, Tankulic, genau, das hat er ja Vertrag bis 2023 verlängert und dann, dass er dann gewechselt ist, zu welchem Verein er noch immer, das nimmt man ihm nicht übel. Das ist ja nun mal so, er hatte ja keinen Vertrag mehr bei uns nach dem Abstieg. Und bei den Kollegen hätte man wahrscheinlich noch das schnelle Geld machen können, wie es jetzt sich so entwickelt, nicht. Aber er wird auch Gott froh sein, dass er jetzt bei uns geblieben ist. Und ja, die Kapitänsbinde, die er jetzt gekriegt hat, oder die Vizekapitän ist er in dem Fall, Thilo Leugas, unser langjähriger Kapitän, der sich leider vor der Saison einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Aber diese Rolle steht ihm gut. Er blüht auch so ein bisschen auf, immer sein war immer schon so ein bisschen torgefährlich in Anführungsstrichen, aber ist ja unser Zehner so ein bisschen, unser Spielmacher, der dann immer mal so im einstelligen Bereich getroffen hat, aber jetzt wirklich unfassbare Saison, die er spielt, wirklich seine beste Saison. Ja, sonst David Blacher ist noch ein wichtiger Punkt, finde ich, auf der Sechs, der auch so das Bindeglied zwischen Abwehr und Offensive ist, so ein bisschen den Spielaufbau einleitet. Dann Stefan Puttkamer schon angesprochen und halt, ja, das Kollektiv natürlich auch, gerade wenn wir unser Umschalttyp machen, da geht es ja um viele, viele Stationen dann auch und da lange Bälle. Dann haben wir Richard zu guter Paso jetzt noch verpflichtet, ein Name, der Fußball Deutschland mehr gesagt hat als mir. Ich kannte ihn ehrlich gesagt so nicht, aber dann, wo der schon überall war, dann dachte ich, okay, kann man doch wohl kennen, auch als U19-Europameister und so. Hat auch nochmal Erfahrung mit reingebracht und ja, also wir haben viele, viele Punkte, auch die Verletzten, Ole Kolper oder Willi Evsejev, waren auch wichtige Punkte in der Hinrunde und ja, gerade ein Ole Kolper hat das auch sehr geprägt, das Spiel, deswegen ist es schade, dass er jetzt auch verletzt ist und Willi Evsejev, der gerade so seine Formkurve nach oben gefunden hat, hat dann auch sich eine sehr karrierebedrohende Verletzung zugezogen, Achillessehnenriss, das ist schon heftig, aber ja, das muss jetzt halt auch aufgefangen werden alles und ja, ich bin mal gespannt, wie es dann jetzt am Samstag läuft oder am Wochenende, ich weiß gar nicht, spielen wir Samstag oder Sonntag? Samstag, ja. Wie es dann da läuft, also Tankulic ist natürlich der Fixpunkt, wo man auch immer sieht, wenn man ihm auf den Füßen steht, dann wird es schon schwierig, muss man halt jemanden finden, der dann, wenn ihm drei Leute auf Füßen stehen, der dann die Räume dann nutzen kann. Da geht es jetzt zu finden. Ein Mike-Steven Behre hatten wir in der Winterpause noch verpflichtet, der jetzt auch zum dritten Mal zum SV Meppen gekommen ist in der Winterpause. Und ja, da muss man mal gucken, ob der dann auch wieder fit ist. Der hat auch in Havelse gefehlt. Deswegen, also so diese viele Verletzungen, das wirft uns schon zurück. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt läuft. Vor allen Dingen muss man einfach wieder zu dem Kampf zurückfinden, der uns eigentlich so auszeichnet. Viel körperliches Spiel. Ich hoffe auch, dass jetzt die Klage vielleicht schneller durchgewunken wird. Wie auch immer, ist das ein Eilverfahren. Ich kenne mich da juristisch nicht so aus, wie schnell das geht. Aber vielleicht können wir dann vor ja, 6.500 Zuschauern schon spielen. Dann ist unser Stadion ja auch gefühlt schon voll. Obwohl nochmal das Doppelte reinpasst oder auch das Gleiche nochmal reinpasst. Deswegen, also da hoffe ich dann drauf, dass dann auch mehr Zuschauer zugelassen sind.
Ja, wir haben ja unser Talkformat in Corona-Zeiten quasi erst so richtig gegründet. Das heißt, wir sind jetzt bei Ausgabe 45. Wie sieht denn das bei euch aus? Also beim 1912, der SV Meppen Fan-Podcast ist der offizielle Name. Wann entstand da die Idee und seit wann gibt es euch überhaupt? Ja, also uns gibt es seit unserem Aufstieg sozusagen. Da haben wir das noch so als Nebenformat gemacht. Wir hatten dann noch so einen anderen Podcast, wo wir über Spiele und Filme und so gesprochen haben. Und da haben wir gedacht, komm, dann nehmen wir unsere Herzensangelegenheit auch mit rein. Und das ist dann immer weiter aufgeblüht, sage ich jetzt mal. Also jetzt seit 2019 steht jetzt bei Apple Podcasts, da haben wir den Hoster gewechselt. Da ist das halt ja, wirklich extrem regelmäßig geworden, aber auch davor schon haben wir immer. Ja, zu ein paar Spielen dann immer Podcasts aufgenommen und das wurde auch sehr gut angenommen. Und jetzt ja, machen wir das halt eigentlich zu jedem Spiel immer rückblickend immer. Nicht, wir gucken selten auf den davor vorausschauenden Spieltag, sondern wir gucken immer, wie ist das Spiel gelaufen, reden darüber. Haben dann auch so Sonderformate, ja, also nicht so irgendwie, ja, ich nenne es einfach mal Bonusfolgen doch, wo wir dann auch mit Ex-Spielern schon gesprochen haben. Ja, mit unseren Trainern der SV Meppen Frauen haben wir gesprochen. Wir machen auch immer eine Kategorie, dass wir auch immer über die Frauen sprechen, wenn sie denn gespielt haben. Immer ganz kurz. Und ja, dann haben wir einmal mit Markus Höhner noch so eine Sonderfolge aufgenommen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, wo wir die Saison besprochen haben. Und ja, das ist jetzt eigentlich so ein Ding. Einmal die Woche setzen wir uns immer zusammen oder machen das so wie hier jetzt quasi fernmündlich. Dann sprechen wir den Spieltag durch und. Ist dann jetzt gegen Havelse, wenn wir uns dann morgen treffen, wahrscheinlich eher so eine Therapiesitzung. Aber ja, das gehört auch dazu. Man kann ja nicht nur die guten Sachen besprechen, muss ja auch mal die schweren analysieren. Und ja, das macht Spaß, das machen wir gerne. Und so ist es entstanden, seit dem Aufstieg quasi. Nicht schlecht, dann wecken wir mal den Bernd wieder auf und holen ihn in die Runde zurück. Jetzt lange pausieren durfte. Wir sprechen jetzt über das Spiel tatsächlich SV Meppen gegen die TSV 1860 München. Das ist angesprochen. Kommenden Samstag ist es soweit. Es trifft der Siebtplatzierte, also eben aus Meppen, mit 40 Punkten aus bisher 25 Spielen auf den Neuntplatzierten. Das sind die Löwen mit 36 Punkten aus 23 Spielen. Bern, bei uns hat sich mittlerweile das 3-5-2 ja etabliert als die neue Ausrichtung, als die neue Spielform, die jetzt Michi Kölner quasi anvisiert hat. Glaubst du, dass es dabei bleibt und bist du zufrieden mit dieser gewählten Formation? Ja, also grundsätzlich finde ich das ein Klassensystem, so wie wir das spielen, mit dem ja, abwartenden Stil und dann, wenn wir den Ball haben, wie die Feuerwehr nach vorne. Das gefällt mir sehr gut, vor allem weil unsere Konterangriffe ja auch sitzen wie die Nadelstiche. Also wir sind ja auch sehr effektiv da dabei. Hat man jetzt auch gegen Braunschweig wieder gesehen. Dass wir, obwohl wir im Prinzip viel, viel, viel weniger Ballbesitz haben, trotzdem fast gleich viele Angriffe zu Ende spielen können und auch gleich viele Torschüsse oder sogar mehr Torschüsse teilweise als die Gegner anbringen können. Und mittlerweile wird auch die Zielgenauigkeit ein bisschen besser. Also wir haben in den letzten Spielen quasi 40% unserer Schüsse tatsächlich auch aufs Tor gebracht. Und das gefällt mir wirklich sehr gut, was die Burschen da machen. Würdest du damit rechnen, dass es nochmal zu einer Umstellung kommen könnte, zurück zum 4-1-4-1, sagen wir mal zum Beispiel, wenn Marcel Bär oder Stefan Lex aus welchen Gründen auch immer ausfallen sollten, oder bleibt da dann der Michi Kölner beim 3-5-2? Also gegen Köln ist ja der Lex ausgefallen und dann haben wir das trotzdem so weitergespielt. Also das einzige Problem, das wir kriegen könnten, wäre tatsächlich, wenn im defensiven Mittelfeld irgendwas verletzungstechnisch passieren sollte. Da sollten wir jetzt am besten keine Probleme mehr kriegen. Ansonsten sind wir überall gut aufgestellt und können alles ersetzen. Ja, während der TSV 1860 München so eine recht ausgeglichene Saison spielt, sagen wir mal, hinsichtlich Heim- und Auswärtstabelle, da liegen wir nämlich in beiden Punkten auf Platz 9. Lukas, du hast es schon angesprochen, bei euch sieht das ein bisschen anders aus. Und zwar kriegt ihr auswärts immer ordentlich auf den Sack manchmal. Zu Hause hingegen läuft es richtig gut. Also ihr seid da auf Platz 3 und die drittstärkste Heimmannschaft der Liga quasi. Also rechnest du dir jetzt am Samstag dann auch was aus gegen die Löwen? Einfach weil es zu Hause ist oder einfach weil es auch wieder sein muss nach deiner Therapiesitzung.
Also ich hoffe natürlich immer auf einen Sieg. Macht mir ein bisschen Sorgen, dass was Bernd gesagt hat, so von wegen eher Umschaltspiel und ja, reflexartig fix über die Außen. Das ist nämlich auch so unser Spiel. Das heißt, wir wollen den Ball gar nicht haben. Das macht mir schon wieder Sorgen. Das ist so ein Ding, was uns eigentlich immer liegt. Wenn der Gegner den Ball haben möchte und wir können dann anlaufen oder umschalten dann halt. Ist allerdings auch sowas, was auch die letzten Spiele logischerweise nicht funktioniert hat, wenn man dreimal verliert und da auch sehr hoch zum Beispiel gegen Kaiserslautern, in Kaiserslautern, ja, wo man ja auch davon ausgeht, dass die dann mehr machen am Ball, obwohl die, glaube ich, auch eher so die Umschaltmannschaft sind. Aber gut, das ist ja ehrlich gesagt fast jede Mannschaft in der dritten Liga. So richtig Ball will ja keiner so ganz haben. Ja, ich weiß nicht. Also die Zuschauer könnten ein entscheidender Faktor sein. Das Heimspiel gegen Zwickau ist ja auch ja, in die Hose gegangen, sage ich jetzt mal, auch wenn es jetzt nicht ganz so schlimm war, 3-1-Niederlage. Und ja, gegen Mannheim respektables, meiner Meinung nach 1-1 sich erspielt. Und ja, ich bin mal gespannt. Nach der Braunschweig-Niederlage haben wir eine sehr gute Reaktion gezeigt, mit 2 Heimsiegen in Folge auch. Ja, da war die Hütte allerdings auch voll, deswegen wird schwierig. Ich bin mal gespannt, wie wir es machen. Und vor allen Dingen, wie die Mannschaft überhaupt aussieht. Das ist jetzt ja schwierig. Unser bester Vorlagengeber ist Markus Ballmert mit 5 oder 6 Scorerpunkten. Ich weiß gar nicht ganz genau. Und der ist eigentlich Rechtsverteidiger, hat jetzt die letzten Spiele als Innenverteidiger gespielt und da kann er halt seine Schnelligkeit und seine Flanken halt nicht zum Vorschein so richtig bringen. Deswegen hoffe ich einfach mal, wenn er auf Außen spielt, dass es dann unser Konterspiel dann auch, ja, besser funktioniert als so, ja, die letzten Spiele. Auch bei unserem Sieg gegen SC Verl in Lotte war das auch so eine Sache. Da, es war ein sehr schlecht anzusehendes Spiel für den neutralen Zuschauer und auch für den Zuschauer vor Ort. Also, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, weil es war ziemlich kalt und es war ziemlich schlimm anzusehen, der Acker, der da war, und dann 2 Mannschaften, die es nicht so richtig auf die Reihe gekriegt haben. Ich meine, gut, wir haben 1-0 gewonnen, von daher will ich mich nicht beschweren, aber ja, deswegen, also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, wie unser Spiel, also es kann wirklich in jede Richtung gehen. Ja, Bernd, du wirst ja am Freitag wieder in der Taktiktafel dann den ganz genauen Blick auf den Gegner werfen. Kannst du jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt was über den SV Meppen sagen, auch hinsichtlich jetzt, was wir schon angesprochen hatten, dass die eigentlich abgestiegen sind und jetzt aber doch eine recht respektable Saison spielen mit zwischenzeitlich Platz 3 und aktuell Platz 7? Ja, also grundsätzlich haben wir so ein bisschen die Statistiken von Meppen jetzt angeschaut. Die spielen sehr rechtslastig. Mehr als doppelt so viele Angriffe laufen bei Meppen über rechts als über links. Ansonsten, Meppen ist jetzt auch nicht unbedingt das Team, wie der Lukas vorher gerade ganz richtig gesagt hat, das jetzt den Ball haben will. Die haben im Schnitt weniger Ballbesitz als ihre Gegner. Dann, was können wir noch sagen? Sind jetzt nicht unbedingt als die kopfballstärkste Mannschaft der Liga verschrien. Ja, grundsätzlich lassen es auch relativ viele Schüsse zu, schaffen es aber, den Gegner am Strafraum so zu halten, dass er halt entweder aus blöden Situationen links oder rechts schießen müssen, nicht so arg ins Zentrum kommen mit den Bällen. Deswegen kassiert Meppen aber trotzdem relativ viele Gegentore. Das beschränkt sich aber tatsächlich dann auf gewisse Spiele. Also das ist jetzt nicht so, dass die da so 4-3 oder sowas kassieren, sondern oder spielen, gewinnen. Wenn sie gewinnen, gewinnen sie niedrig. Wenn sie verlieren, verlieren sie hoch. Und ja, also unsere Bilanz in Meppen, zumindest meine persönliche in Meppen, schaut relativ gut aus. Ich war da einmal, da haben wir gewonnen und sind dann mit dem Sieg in die Bundesliga aufgestiegen. Ist schon ein paar Jährchen her. Aber ich schaue für uns relativ zuversichtlich auf das Spiel. Wie es dann im Endeffekt wird, muss ich mir die Woche noch so ein paar Spiele von Meppen anschauen, jetzt aus den vergangenen Wochen. Und vielleicht auch mal eine von den derberen Klatschen, dass man da genau sieht, wo es hapern kann beim SV. Ja, vielleicht hast du ja dann mit dem letzten Spiel gegen Havelse, was der Lukas nochmal sich jetzt anhören muss, vielleicht doch ganz gut Anschauungsmaterial. Bevor wir zum Schluss kommen, Lukas, ihr habt gesagt 40 Punkte.
seid quasi, also in der Bundesliga spricht man von der magischen Grenze zum nicht mehr Abstiegskandidaten, aber ich glaube, in der dritten Liga brauchst du noch ein paar. Das wird wohl klappen. Aber wenn ihr jetzt in die Spur von der Hinrunde zurückführen würdet, könnte auch noch was nach oben gehen, oder? Ja, also die magische Grenze der Drittliga ist ja 45, 46 Punkte so um den Dreh. Ich glaube, mit 46 Punkten ist, glaube ich, noch nie jemand abgestiegen oder vielleicht nur vereinzelt. Aber man sagt immer 45 Punkte. Ja, du, wenn wir es irgendwie da schaffen, an die wirklich guten Phasen der Hinrunde anzuknüpfen, dann würde auch was nach oben gehen. Würde ich mich nicht gegen wehren. Aber im Moment sehe ich da wenig Chancen, weil 2022 ist doch bisher relativ ernüchternd. Gerade auch halt, ja, jetzt haben sie 1860, Zwickau hatte auch. Am Anfang des Jahres hatten wir es immer so, dass wir in den ersten 10 Minuten immer schon direkt ein oder zwei Gegentore gekriegt haben. Das ist jetzt ein bisschen abgestellt. Allerdings, ja, das ist halt nach Rückständen, dass es da nicht mehr geschafft wird, so irgendwie zurück in die Spur zu finden. Bei Havese hatten wir vielleicht kurz vor dem 2-0 noch oder bezeichnen das 2-0 ist nach eigener Ecke entstanden quasi. Das könnte auch wohl Tor des Monats oder so werden, weil er wirklich vom eigenen Strafraum losrennt und und drei Meppen dann wegrennt. Das ist, glaube ich, aus neutraler Sicht echt schön anzusehen. Aus Meppener Sicht schmerzt das wie Sau. Aber davor hatten wir noch eine gute Chance, dann die Ecke und so und dann war das Spiel da durch. Ja, das ist so ein bisschen das, was mir die Hoffnung, oder was heißt Hoffnung? Ich fühle mich in der dritten Liga ehrlich gesagt pudelwohl. Ich muss jetzt nicht unbedingt in die zweite Liga und sage jetzt, da muss jetzt auf Teufel komm raus, jetzt alles gegeben werden, dass wir in die zweite Liga aufsteigen. Also natürlich muss man auf dem Platz alles geben, aber nicht, dass es heißt, so wie es jetzt Waldhof Mannheim macht, den noch verpflichten, da einen Zweitligaspieler holen und sagen, ja, wir wollen nächstes Jahr aufsteigen, aber jetzt schon alles auf eine Karte setzen oder FC Kaiserslautern mit jetzt Beuth nochmal verpflichtet haben, beim halben Jahr Vertrag irgendwie knapp eine halbe Million ausgeben, das ist schon heftig. Und nee, so ist es ja in Meppen nicht, deswegen wir sind ganz froh, wo wir gerade stehen und unser Neuzugang Mike Feigenspahn, der hat im Interview gesagt oder wurde gefragt, was willst du mit dem SV Meppen erreichen? Hat er gesagt, das Maximum. Und das finde ich ehrlich gesagt eine schöne Aussage. Ja, wir hatten es schon angesprochen, die Sammelklage wird jetzt dann noch eingereicht, und zwar von Eintracht Braunschweig, vom TSV Havelse, vom VfL Osnabrück und eben vom SV Meppen. Es geht ja eben darum, auch die bundeseinheitlichen Regelungen auch in Niedersachsen umzusetzen. Eigentlich alle Bundesländer haben jetzt quasi sich darauf geeinigt, nur einer springt jetzt quasi aus der Reihe mal wieder. Nachdem wir in Bayern mit Markus Söder zunächst bedient waren, ist der jetzt auf einem ganz anderen Kurs. Nun ist es halt Stefan Weil in Niedersachsen, der bei 500 Zuschauern bleiben möchte erstmal. Du hast gesagt, 6.500 wären dann bei euch erlaubt. Wie viele Dauerkarteninhaber bzw. was für einen Zuschauerschnitt habt ihr denn in Meppen? Also wir haben, glaube ich, diese Saison so viele Dauerkarten verkauft wie noch nie. Das sind 3.500, war so der letzte offizielle Stand. Und wir haben so einen Zuschauerschnitt, so vor der Pandemie war es so um die 7.000. 7.100 waren es, glaube ich, also zumindest in der Saison 1920, wo es ja auch ganz gut für uns lief. Und dann halt bis zu den Geisterspielen. Und ja, man hat diese Saison auch schon gesehen, 6.500 waren auch so von Anfang der Saison zugelassen und dann, als man umgestellt hatte auf 2G, da durfte man in Niedersachsen ja das Stadion dann komplett auslassen sozusagen und da kam halt auch anstatt 6.500, glaube ich, gegen Magdeburg war der Rekord in Anführungsstrichen, da waren es über 8.000 und das ist, glaube ich, so das, was jetzt in Meppen auch so der Schnitt wäre. Aber die 6.500 wären schon überragend. Okay, also will quasi fast jeder, der möchte, auch dann reinkommen. Ja. Dann wünschen wir euch für die Klage zumindest viel Erfolg fürs Spiel. Werden wir dann mal sehen, wer dann das bessere Ende für sich hat oder ob es wieder ein Unentschieden dann wird. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Teilnahme. Wünsche viel Spaß bei der Therapiestunde mit deinem Kollegen morgen, bei euch im Podcast. Ja, danke. Bernd, auch vielen Dank an dich für die erneute Teilnahme. Und ja, dann Samstag viel Erfolg in beide Richtungen. Wir werden sehen, was draus kommt. Nächste Woche werden wir hier drüber sprechen im 60er-DE-Talk und ihr sicherlich auch bei euch. Bis dahin, Egal. schönen Abend und vielen Dank für die Teilnahme. Schönen Abend, pfiat euch. Von mir auch. Alles Gute und tschüss. Ja.